ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Tabata. Schön, dass du dabei bist. Wir trainieren heute nach dem Herrn Tabata. Der hat es nämlich entwickelt. 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause und das Ganze 8-mal und mit 3 verschiedenen Schritten. Viel Spaß, mach so mit, wie es für dich okay ist. Du kannst jederzeit Pausen einlegen. Power dich zwischendurch ruhig aus, wenn du möchtest. Ich zeige dir auch immer Varianten der Schritte. Und jetzt starten wir gleich mit einem Aufwärmtraining. Auf jeden Fall aufrichten, Brustbein heben, Schultern zurückziehen und deine Füße gleich abrollen. Von der Fußspitze auf die Ferse. Ganz locker. Wir fordern uns heute wirklich heraus. Bringen den Puls mal so ein bisschen nach oben. Dann zwischendurch wieder entspannen, dann wieder nach oben, wieder entspannen. Und das Ganze 24 Mal. Doppelt, rechts, links. Nochmal Tempo. Doppelt. Tempo. Doppelt. Tempo und da bleiben. Fußgelenke mobilisieren und geh jetzt am Platz. Gehen. Schau mal. Arme sind dabei. Rechtwinklig neben dem Körper. Dein Brustbein ist aufgerichtet, oder? Zieh deine Knie hoch. Rechts, links im Wechsel. Aufrecht bleiben. Jetzt halbes Tempo, langsam. Hoch, ab. Und immer wenn du jetzt hochgehst, schau mal, kreist du mit einem Bein, trainier dein Gleichgewicht und mobilisier dein Hüftgelenk. Nochmal. Dann nochmal. Schneller. Knie hoch. Gegenüberliegende Ellbogen in Richtung Knie. Wir trainieren also unsere Kondition heute. Unser Herz-Kreislauf-System verbrennen Fett, verbrauchen Energie. Ganz ohne Arme. Nochmal gehen. Ein kurzer Endspurt. Dribbeln, dass dir warm wird. Komm, komm, komm. Tempo. Bist du bereit? Geh am Platz. So, unser erster Schritt wäre entweder Tap nach außen, Arme rück so, oder Sprung. Und das immer Knie raus, über die Fußspitze, Ferse abrollen, leise aufkommen. Starten wir. Bereit? Okay. Und los geht's. Also, entweder, muss nicht im Takt der Musik sein, tippst du außen oder du springst. Sekunden. Komm, 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 komm. Das sind die einen Arme. Pause. Nutz die 10 Sekunden. Ist jetzt schon warm. Unsere erste Runde. Und los geht's. Zweite Runde. Ah, Arme und so. Die Arme ändern sich. Schneller. Pause. Dritte
Runde sind die Arme wieder hier. Los geht's. Knie nach außen. Tempo. Bauch gespannt. Gleich die vierte. Vierte Runde. Arme hier. Bleib aufgerichtet. Stabil in der Mitte. Gleich die fünfte. Los geht's. Fünfte Runde. Komm. Gleich unsere sechste Runde, genau. Du kannst jederzeit auch mit Turnschuhen mitmachen. Immer so, wie es dir am besten passt. Zwei noch. Los geht's. Und dann letzte Runde von diesem Schritt auf jeden Fall. Los geht's. Gib alles. Und Pause. Nächster Schritt ist entweder Knie oder das Ganze schneller. Locker aus, auch wieder achtmal. Also, Skippings. Komm. Pause. Zweite Runde. Drehen wir uns in eine Richtung. Also Raumorientierung. Los geht's. Während du das machst, drehst du dich. In 20 Sekunden wieder vorne sein dann. Pause. Die nächste, dritte Runde ist wieder ohne Drehung. Okay? Höher die Knie. Komm, komm, komm. Rück noch schneller. Pause. Vierte Runde ist wieder jetzt auch in die andere Richtung. Los geht's. In 20 Sekunden wieder vorne sein. Pause.
Fünfte Runde. Wieder nur zu mir. Los geht's. Tempo. Sechste geht's wieder, genau. Hier rum. Wieder 20 Sekunden lang. Komm. Tempo. Die siebte ist wieder zu mir. Komm. Tempo. Pause. Die achte ist wieder rundherum. Und los geht's. Kannst auch noch mal in die andere Richtung. Pause. Nächster Schritt. Entweder Tap nach hinten oder Sissa. Das heißt, hier. Rechts, links, vor. Pause. So, zweite Runde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kurzen Moment innehalten. Kleiner Rhythmus. Dafür in der Mitte schneller. Dritte ist wieder ohne Rhythmus. Durchhalten. Los geht's. Leise abrollen. Vierte Runde ist wieder. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genau. Super. Fünfte Runde. Nur hin und her aufrichten. Los geht's. Schneller. Sechste wieder mit Rhythmus. Los geht's. Jetzt kommen nur noch zwei.
ohne Rhythmus. Los geht's. In die Höhe. Letzte Runde. Okay, und auf. Komm, 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2. Lockern. Sehr, 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 sehr gut. Ganz locker. Kicken. Fleißig. Du kannst ja nochmal von vorne starten, wenn du willst. Nach vorne kicken. Nein, es reicht. Für unser Herz-Kreislauf-System. Und natürlich verbrennen wir jetzt danach auch noch so richtig Energie. Der Puls ist erhöht, unser Stoffwechsel ist auf Hochtouren. Das heißt, wir verbrennen noch so richtig schön 1-2 Stunden nach dem Training Energie. Ganz locker tippen. Halte dann ein Bein vorne, halten, ganz gerade Rücken, Knie strecken, stütz dich auf die Oberschenkel und komm vielleicht so ein bisschen tiefer noch. Vielleicht noch ein bisschen. Spür die ganze Rückseite. Komm nach oben, Bein fassen, Knie zusammen und drück den Fuß gegen die Hand. Aufrichten und den Fuß dagegen, Hüftbeuge, Oberschenkel spüren. Lösen, andere Seite nach vorne, ganz gerade Rücken, stütz dich ruhig auf und vielleicht kommst du so ein bisschen tiefer und spürst tatsächlich die ganze Rückseite, Oberschenkel und Wade. Kommst hoch, Fuß fassen, Knie zusammen, drück den Fuß in die Hand, spür den Hüftbeuger, Oberschenkel. Ein wunderbares Workout für zwischendurch mal ganz schnell. Ganz viel Energie verbraucht, locker aus, schüttel aus, atme ein, atme aus, nochmal ganz tief einatmen und nochmal aus, nochmal ein und dann streck dich, zieh dich in die Länge, gerne, öffne deine Arme, Ellbogen nach außen, Brust raus, atme ein. Und atme aus, entspanne. Vielen Dank fürs Mitschwitzen, sehr gut. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Freue mich natürlich über ein Gefällt mir, über einen netten Kommentar unten. Vielen, vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen. Den Link findest du in der Beschreibung, da steht deine Unterstützung. Klick drauf, wähl aus mit wie viel, 2,50, 5 Euro, 10, 20, was es dir wert ist. Danke, wenn du es bereits tust. Und klar, ich freue mich, wenn du beim nächsten Workout dabei bist. Vielleicht magst du ja noch mehr in der Richtung machen, dann schau mal in die intensive Playlist, also intensive Workouts, auf meinem YouTube-Kanal. Oder du suchst in der Zeile von YouTube Gabi Fastner Tabata oder Gabi Fastner Hit oder was auch immer du suchst, gib's ein, vielleicht findest du ein Video, das dir ganz besonders gut gefällt. Ich freue mich auf dich, bis zum nächsten Mal.